Aber das Outplay war schön. Welches? Da war ein das, paar das eine, wo ich fast den Penta gekriegt hätte gegen Ohren. Ja. Das war halt wirklich der Kampf mit der Poolnudel gegen den Felsen. Ja, also das an sich jetzt nicht, aber ich meine halt die vier davor, die waren gut. Guck dann mit dem Eswell da in der Mitte. Wo der Kane dich ja dann nur noch zum Schluss bei seinem Blue-Buff. Ja, stimmt. Das hatte ich schon wieder ganz verdrängt, so lange wie das Game ging, Alter. Normale, weißt du, das war einfach die dreifache Länge von so einem normalen. Ja, ja, also legit, wirklich. Ich bin mal eben kurz auf Karl Lichter machen. Hm? Jo. Ich habe aber auch gar nicht, wie lange ging das jetzt? Ich habe gar nicht auf die Uhr geguckt. Ich auch nicht. Ich musste im Game nachgucken, aber garantiert dann die 40, 45 Minuten. Ja. Aber das, du hast halt im Late Game sind sie halt zu cocky geworden. Ja, also Kane hätte darauf warten müssen, dass sein GA wieder ab ist. Das hat er nicht gemacht, ist dafür gepunished worden und dann haben wir den Fight an uns reißen können. Ja, da in der Midlane habe ich ja die Ohrenulte reingefeuert, dann kamst du, da kam ja unser komplettes Team hinterher und das ja. War eigentlich dann... Das war wirklich gut. Das Ende. Ich gehe mit. Überraschung. Ich nehme das. Ja, ich schließe mich dir an. Da, ich sehe da gerade sowieso nichts, was mich wirklich interessiert. Ja, da wäre noch die Ari, aber... Hey, Ari! Varus. Okay, ich habe Varus bekommen. Ich werde diese Runde nur auf Dämonenbogenschützen gehen. Nee, also wenn, dann würde ich auf Full Dämonen gehen, weil Dämonen sind wirklich böse, wenn du die Chance dazu hast. Ich werde darauf gehen. Wenn ich früh sterbe, verliere ich eben meine 50 LP oder so. Also spielen wir jetzt etwas Profi-Game-like und werden uns wieder Interest ansammeln, liebe Freunde. Interest? Okay. Oh, siehe da, ich habe ein Item gedroppt bekommen. Ich hab einen Braumstart. Soll ich jetzt ernsthaft Schwertbrecher, Ari, machen? Ja, ich könnte auch Phantom Dead Varus. Oh, guck mal. Verpissen Sie sich, Herr Varus. Eine Stufe 2 Elise. Nimm die. Das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Jetzt geh doch nicht wieder. Alle, du wolltest ja Dämonen. Ja, sorry. Weißt du, und ich habe hier noch zwei Kha'Zix drin. Ja, ich hatte jetzt gerade zwei Warwicks und eine Elise, deswegen habe ich gerade die Auswahl gesaved. Ich wollte ansparen, aber ich bin halt leider wieder bei 0 Gold. Weißt du, jetzt war halt... Wer will jetzt auf was gehen? Dennis, Dennis sag ich schon, Lars geht auf Demons. Ich werde wahrscheinlich wieder auf meine Beast-Shapeshifter-Comp. Okay. Also irgendwas mit Beast, was ich halt krieg. Ich hab Mordekaiser. Meine Comp ist komplett. Nee, die fehlt auch die Kindred und der Kartus. Wenn es dann auch so eine verbesserte Variante von geben würde. Ui. Das ist so 2, aber das ist ja übel broken. Ganz viele Items, aber kein Gold. Jetzt sagt er auch Items, geil. Ja, ich musste mich ja dem guten Herren anpassen. Nee, ich hab, ich weiß nicht, das hat sich so eingegroovt bei mir. Items habe ich noch vom allerersten Pokémon-Spiel, also von Blau. Damals habe ich allerdings auch Gentleman gesagt, also ich kannte noch kein, konnte noch nicht wirklich Englisch. Mal gucken, was ich aus den Void Creatures machen kann. Ich sag auch bis heute ab und zu bei der Legend of Zelda Series, sag ich auch noch Hyrule. Obwohl es Hyrule ist. Willkommen in Hyrule. Hulule! Ja, und dann hast du halt das Schatten-Äquivalent dazu, Low Rule, was halt auch irgendwie. Das ist schon ein bisschen lame. Manche Dinge bleiben aber besser untouched. Also sowas wie Füße und so weiter. Nö. Gibt's denn bei Dämonen Morgana Hexenmeister noch anbieten? Zaubermeister. Also Morgana vielleicht, wenn sie bei mir in die Comp passt oder ich nichts anderes kriege, würde ich auch mit reinnehmen. Weil die ist als singulare Unit echt gut. Und ich hätte dann den Dämonenbonus auch noch. Ich bin halt überlegen, bei Dämonen, was hat Varus Elise? Varus Elise, Aatrox. Ist das dein scheiß Ernst? Dwayne.
Der erste, gegen den ich antreten muss, hat halt schon Garen Stufe 2. Und ausgerechnet dieser Garen bekommt halt auch noch den Noble Buff, der ist undying gerade. Das ist auch ein Witz, Alter. Ist fies. Ich hoffe, dass jetzt nach gefühlt 30 Runden vielleicht doch irgendwann mal Nidalee kommt. Das wäre sehr schön. Das hab ich noch nicht gesehen. Nein, hab ich nicht. Ich muss mal wieder eine Runde Nidalee spielen, glaube ich. Ja. Aber ich reroll ja auch derzeit nicht, deswegen. Hey, Stufe 2 war uns. Hör damit. Ach komm, scheiß drauf. Hier ist er. Schwertbrecher Ari, auf geht es. War die hier mit dem. Entwaffnet. Ja, voll. Ja, aber doch nicht auf Ari. Ja, also. Also die sollten ja auch die Möglichkeit einführen, die Items wieder zu tauschen. Ja, das wäre sehr schön. Also, dass du es halt rausnehmen kannst, ohne zu verkaufen, aber... Ja. Das Blöde ist, es hat ja auch das normale Auto-Chess nicht. Oder Dota-Auto-Chess. Aha, mein Lieblings hat Guardian Angel. Also, ich sag mal, wenn es halt nicht kostenpflichtig wäre, würde ich auch liebend gern mal Dota Underlords ausprobieren. Kostet der Underlords was? Du brauchst da diesen Season Pass oder Battle Pass, wie um da spielen zu können. Kann halt sein, dass es wegen Early Access ist und später rausgenommen wird, aber... Also ich weiß, es war für Early Access, dass du den Battle Pass brauchtest, aber jetzt, wo es raus ist, sollte es eigentlich kostenlos sein. Okay, muss ich mal nachgucken. Hey, könnte ich auch mal ein paar Dämonen bekommen? Für meine Dämonen kommen? Ach, ich muss ja eine Fete. Schau mal. Dann stellen wir den Lulu dahin. So. Die Tage hatte ich auch wieder gefunden, auf Netflix Prince of Bel-Air zu gucken. Es ist so schön, Alter. Ohne Spaß. Und da habe ich jetzt letztens, vorgestern oder so, bei Will Smith aus seinem YouTube-Kanal gesehen. Es soll ja jetzt wohl ein Film rauskommen von Prince of Bel-Air. Allerdings spielt er da nicht mit. Also das ist von einem komplett anderen Regisseur. Wäre auch ein bisschen komisch, wenn er da auf einmal so einen, keine Ahnung, 40, 50 Jahre alten Will Smith als den... Ah, that's hot! Ah, Dämonen sind böse. Der hat halt schon sein Vega da stehen, Alter. Ich hab schon jetzt keine Lust mehr gegen Lars zu spielen. Ich will Vega eigentlich gar nicht weiter. Ich musste nur irgendwas hinstellen. Das war dann. Oh, das ist eine Morgana. Die würde ich natürlich. Da ist ein Gangplank. Sogar mit einem Pfannenwender. Ja. Komm schon. Lass mir den GP. Danke. Gehst du denn auf was, wofür du den GP brauchst? Pfannenwender. Richtig, er hat die Morgana genommen. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich sehe eine Kassadin. Dennis? Ja? Ich frag du schon mal vorab, ne? Mhm. Hast du damit noch Interesse am Kochen? Muss ich wohl. Weiß er nicht. Letzte Woche hatten wir auch Alternativen, deswegen frag ich. Ah, Aatrox. Oh Gott, Alter. Da hatte ich gerade doch was Schönes hier zusammen in dem Roll. Die Spinne verlangt nach Beute. Hi, Dennis. Hallo. Die freundliche Elise aus der Nachbarschaft. Ach, zwei Ritter im Bewahrer und Tristan, Alter. Und der Textbeep-Raum natürlich. Ja. Wer kennt ihn nicht? Mr. Pringles! Wie du magst, Funny Fresh! Niemand stellt sich mir den Weg. In die Fresse, kabum! Was sehe ich jetzt? Er ist auf Platz 2 ist möglich. Nein, es ist nur möglich. Und auf Platz 4 ist Loneliness. Ah, noch eine Elise.
Echt? Alter, krass. Ja. Und du rerollst nicht, oder wie? Doch, natürlich. Okay, ich dachte schon, du hättest so viel Glück einfach nur. Nee. Ich hab bisher noch nicht einmal rerollt. Das, was ich hier stehen habe, ist halt durch Luck und durch Rundel. Sehe ich an deinem Leben. Dass du noch nicht rerollt hast. Tja. Oh, jetzt wird's einsam. Gegen Loneliness. Ich hab... Kniet nieder! Ich klopp die ganze Zeit mit vier Mann auf diesen scheiß Braumann. Der will einfach nicht sterben. Junge, Pringels. Alter. Meine, dieses fucking super tank ich. Was hast du dir denn alles gegeben? Frozen Heart und was hat sie noch? Hier Guardian Angel. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ich weiß, was in den Schatten lauert. Ich möchte anmerken, immer noch keinen Niederli bekommen zu haben. Die habe ich aber auch noch nicht. Oder bist du gesagt, ich muss. Ja, weil wir ziehen sie ja von weiter, Alter. Das ist okay, okay, also. Wenn ich sie jetzt bekomme, spiele ich in unserem nächsten Normal Game Niederli, bitte. Also, ja, und jetzt kommt sie absolut nicht mehr. Ne? Ja, das wäre halt. Also, dann weiß ich, mag sie mich echt nicht mehr. Das ist so geil, Shyvana. Jedes Mal kurz bevor sie sich verwandelt, stirbt sie. John, eine Lies. Ein Item. Ich hab eine nicht. Ich hab nur einen Golem geschafft. Morello Nomicon, nice. Also habe ich jetzt nicht bekommen, sondern kann ich jetzt machen. Ja, okay, drei Warwicks. Danke. Solange du noch kannst. Noch ein Warwick. Jetzt brauche ich nur noch einen. Ne, von dem brauche ich noch drei. Eine Magie kann mir nichts anhaben. Spoopy. Eine Kistengast. Dennis. Möglich. Möglich. Er hat einen Blitzcrack, ich hasse dich! Ach, hätte ich euch vorwarnen sollen, dass jemand Blitzcrack hat? Scheiße. Das ist ja nicht deine Aufgabe. Nee, aber. Ist gut zu wissen. Ja, gegen den habe ich leider keine Schritte. Hast du da einen Hurricanes liegen, Dennis? Oder ist das einfach nur. Gut, ich dachte, weil manchmal ist auch nur so eine Anzeige. Ja, ja, das stimmt. Alle möglichen Items. Ich brauch keine Leona, ich brauch die Mona. Wo ist meine Morgana? Leute, sie ist da! Halleluja! So, wie stelle ich das denn jetzt um? Das war so, so, so. Gambabala, Junge. Ein Warwick, eine Elise bräuchte ich noch und eine Shyvana. Okay, da ist die dann auch schon wieder weg. Was war das für eine Ulti, fucking Evelyn? Sie hat einfach das Nichts geultet. Ich habe keinen einzigen von ihnen besiegt. Troxe.
Ja, okay, GG. Was das? Dennis hat ein Titanic, Hurricane, Draven. Das ist fies. Okay, irgendwie habe ich es geschafft. Ja, hätte ich jetzt nicht echt nicht mit gerechnet. Jeden Draven, den ich sonst bei Random sehe, fickt mich aus dem Leben. Hey, ne Morgana. Hey, Nidalee. Und noch eine Ahri. Ja, ich bin sowieso der letzte Schnief. Hello, my honey. Hello, my darling. Hello. wie ist der Frosch nochmal? Boah, da fragst du mich jetzt was. Da fragst du mich jetzt was. Aber kennt mir keine Shyvana? Das ist halt. Und die letzte Elise nicht. Ich hab hier gerade eine Shyvana, würde ich dir Team gern geben, wenn du mir einen Varus geben könntest. Ne, Varus habe ich leider gerade nicht. Sabrina 015. Dann kann ich auch leider nicht mit dir tauschen, wenn du keinen Varus hast. Wir könnten so ein Jay-Z-Album machen, weil du hast 92 Leben und ich habe keins. 92 Life. Autsch, 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 autsch. Dennis. Der kleine gallische Spieler. Diese Elise will halt einfach wirklich legit nicht mehr kommen. Was hab ich denn da getan, Spiel? Sprech doch nah. Gegen Moglich. Gambamaler. Alle Maler Gambamaler, Junge. Nee. Und ich bin raus. Ja, ich werde jetzt meinen Interest rollen, weil. Ich bin ja nicht mal bis auf 50 gegangen. Weil sonst hätte ich ja schon lange nicht mehr gelebt, weil ich einfach nichts hätte. Bei mir war das Problem, dass der Draven halt so super spät kam. Mhm. So, der Rengo ist Platzhalter. Das war alles, was ich jetzt machen konnte. Ich hatte halt extremes Glück mit der gute Ingolf. Mit der Elise gehabt, dass die halt so früh gekommen ist. Ja. So oft. Was haben wir denn dafür Kombis? Blutdürste. Nice, nice, nice. Spear of Shujin Ahri. Das ist mies. Ja, das ist der Nah. Nächste Runde. Aber immer noch keine Elise. Die letzte, die fehlt, Alter. Das ist so bitter. Lass mich in Ruhe, Lonidas.
Ja, okay. Noble Buff, Bewahrer Buff. Gamba Maler einfach mit Polen das Team. Stirb. Ja. Hat er mir zum Schluss mal einen ausgewischt und hat meinen Nidalee gestunt. Arschloch. I call it Rassismus. Elise, greif doch erstmal den Pike an. Den Garen kriegst du nicht tot. Ja, unentschieden. Danke. Starte erstmal auf den fucking. Eine Evelyn oder zwei Warusse. Wie gesagt, eine einzige Elise und ich hätte noch eine weitere Stufe 3 Unit. Oh, moin. Hallo. Doch, dass du Dämonen führst. Ja, noch fehlt Swain. Also. Der Feuerball, der um die Kurve fliegt. Ja, aber ist doch Ja, schon zum gut Schluss noch ein bisschen aufgeräumt. aufgeräumt, das war gut, ja. Ich glaube, die Shyvana hat vor allem ordentlich Audi gemacht. Und die hat auch gar kein Item. Ein Varus noch. Da ist Evelyn. Es ist, da ist sogar eine fucking Miss Fortune. Ich brauche eine Elise. Hallo. Spiel. Brauche Swain. Hallo, Spiel. Ja, für dich vielleicht nächste Runde. Ich fühle mich gerade wie der HSV. Ich spiele gegen den Abstieg. Spielen diese. Oder letzte Saison gegen den Abstieg? Ich weiß Du fragst mich, wann ich überhaupt hinfahre, Alter. Das ist, als ob du. nicht. Ich hab jahrelang habe ich die Bundesliga verfolgt, aber mittlerweile weiß auch nicht, bin ich nicht mehr so aktiv hinter. Ich habe letztens ein Testspiel von Dortmund gesehen, das war ganz cool. Oh, der Cutter, der wird Sternauer gemacht. Dem Typen habe ich gerade heftig Aua gemacht, muss ich sagen. Yes! Ich lebe immer noch. Swain. Nein, nicht den Typen da. Das Elis! Auch nicht den Vogel da. Ich brauche einen Swain. Elis! Der hat sogar ein gutes Item. Freue mich jetzt, wenn wir jetzt mal tanzen. Jetzt muss ich es mal. Bin gespannt, ob es mir überhaupt was helfen wird, aber es macht die Bank leer, das ist auch schon mal was. Und eine weitere Stufe 3 Einheit ist auch nicht schlecht. 5 Gold, ja, so. Oder ich kann den für den Klingenmeister-Bonus benutzen. Da bräuchte ich noch einen anderen Klingenmeister. Drei Aris würden jetzt noch fehlen. Vier Shyvanas und vier Nidalees. Ein Varus bräuchte ich. Tag, Fräulein Sabrina. Och nein, Elementalist. Schon fies, wenn ihr nicht ulten könnt, oder? Ja, nein. Ja, ich bin raus. Scheiße. Ja, den habe ich auch rausgeknallt. Kleine Bitch. So,
war das denn nochmal? Taktischer Teamkampf. Spieler beobachten im Uhrzeigersinn 1. Gegen 3. Ha, okay. Sabrina kann lachen, wie die Sonne über Jucko. Ich dachte, du kommst jetzt eher mit Simsalabim Sabrina an, Alter. Ja, stimmt, die gab's ja auch noch. Räche mich, Lars, die hat mich rausgehauen. Böser Ken. Nee, das sieht nicht gut aus. Oh. Sabrina ist wirklich böse. Wie hieß denn nochmal die Olle damals bei Sims oder beim Sabrina? Jen? Hieß sie so? Diese eine hier erklärte Rivalin von Sabrina. Weißt du das noch, Dennis? Von welcher Sabrina nochmal? Hier diese Zeichentrickserie, Sims oder beim Sabrina. Total verhext oder wie das hieß. Davon kenne ich vielleicht nur eine Folge. Oder eine Szene, besser gesagt. Eieiei. Ach ja, und der Herr hat natürlich auch wieder vier Interest-Punkte. Was für? Ja, du. Na, das sind nicht meine. Da oben liegen ja auch noch Items rum. Also, okay. Das ist einfach nur wieder ein Anzeigefehler. Mhm. Ich habe 5 Gold, also... Mir ist nicht viel zu holen. Ein Varus. Oder jetzt eine Kindred noch. Oder eigentlich im verkackten Swain. Wieder der Assassin. Das habe ich mich allerdings auch schon oft gefragt. Warum sieht eigentlich die Auto-Attack-Animation von Kindred so aus der Frontperspektive aus, als würde sie mit dem Bogen auf irgendetwas draufhauen? Vielleicht tut sie das. Nicht sehr kawaii. So, jetzt werde ich einfach wieder verlieren, weil ich nichts bekomme. Kenne ich. Ich glaube, dann ist diese Runde auch. Gegenseitig töten. Och, der hat auch nur Assassinen. Wow, aber er hat seinen eigenen Set gefickt, weil er einen Shen aufgestellt hat. Ist das ein Trottel? Das machen leider viele diesen Fehler. Hatte der einen Shen? Der hat doch Warwick und dann Assassinen, oder nicht? Also, ich habe gerade auf jeden Fall Shen getötet. Okay. Ich weiß nicht, wo der dann hergekommen ist. Dann hat er 3 Ninjas, weil Akali habe ich meine ich auch gehört. Aber Ken wird ja dann immer noch fehlen. Hm. Hey, eigentlich Varus. Wollte ich immer noch Swain. Gleich ist wieder Rondell, vielleicht hast du ja da Glück. Aber du bist halt auch wieder als Letzter drin. Hä? Hm. Ja. Ah, da bist du. Alter, wie viel dieser scheiß Golem aushält. Ja, der ist halt echt tanky as fuck. Ne, ich hab das eigentlich wieder legit nur verloren, weil die halt
so lange für den Golem brauchen. Mhm. Oh, das ist schwierig. Guck mal, da sind drei Pfannwender. Los, nehmt, nehmt. Nehmt und wendet davon. Der hätte sogar für den Vayne gegangen. So way. Ich hätte jetzt gerne Laserbird gesagt, aber hat kein Laserbird mehr. Das war früher aber cool. Laserbird! Fußblitz! Jetzt ist er eher so. Liam Neeson! Assassinen, Mann. Gib mir dein Force of Nature, Bitch. Ist ja sowieso keine Verwendung für. Alter, da war Schaden, ey. Last halt übel aus. So, noch zwei Leute sind deine Konkurrenten. Ja, Sabrina ist tot, also sollte das jetzt eigentlich sein. Ja, aber denk dran, alles ist möglich. Die Möglichmacher. Und Gara Masala, Gamba Mala meine ich natürlich. Boah, jetzt hätte ich da Bock auf Curry, Alter. Das haben wir lange nicht mehr gemacht, oder? Das, dieses, Fischcurry, beziehungsweise Hähnchencurry mit Ingwer und so? Also nach dem richtigen Rezept schon Ewigkeit nicht mehr. Ich glaube letztes Jahr? Nee, ich glaube das ist noch länger her, weil das richtige Rezept, da hatten wir hier dieses gute Currypulver aus Holland. Hm. Ja, nice, Bro. Ehre. Expandieren. Das habe ich jetzt auf Video, das ist der Sieg von Lars. GZ, mein Freund, GZ. Ich würde jetzt sagen, könnt ihr alle mal bei Lars auf dem Kanal und mal ein Like da lassen oder meine Donation, aber ich glaube, das ist ein bisschen schwierig. Ja, der ist leider schon zu groß, ich muss ihn ja aufteilen. Ja, er ist halt schon von Ninja verklagt worden. Hat ihm zu viel Konkurrenz auf Twitch gemacht. Der Gamba Mala hatte drei mehr Einheiten als...